Hallo und Weidmannsheil, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hunt, Cook and Grill. Am Titel habt ihr es erkannt, es gibt heute Carbonara, aber es gibt eine besondere Carbonara. Ich habe den Film oder das Video Wagner Carbonara genannt. Warum? Weil das ist ein Schinken vom Thorsten Wagner. Thorsten Wagner ist hier auf YouTube und auf Instagram bekannt als der Zerwirkprofi. Ja, und der war so freundlich, hat mir hier ein Stück Schinken zugeschickt. Und bevor ihr jetzt alle dort anfragt, ja, und selber Schinken haben wollt, das wird er wahrscheinlich nicht machen. Aber er kann euch beibringen, und zwar in einem Seminar, wie man so einen leckeren Wildschweinschinken herstellt. Er bietet diese Seminare an. Die Homepage vom Thorsten, die packe ich euch gleich unten in die Videobeschreibung. Und den YouTube-Kanal von Thorsten, den verlinke ich euch hier oben in die Ecke. Also seid gespannt auf dieses Rezept. Ich weiß, die Italiener unter euch sagen jetzt, ach du meine Güte, was macht der für eine Carbonara? Aber das ist mein Rezept, ein bisschen abgewandelt. Also es werden sich Elemente einer Original-Carbonara finden. Aber es kommen noch ein paar Zutaten da rein, die eigentlich da nicht so reingehören, beziehungsweise wo man sich trefflich drüber streiten kann. Jetzt geht weiter mit den Zutaten und ich wünsche euch viel Spaß bei dem Video. Folgende Zutaten brauchen wir. Wir brauchen natürlich einmal so einen Schinken. Ja, das ist hier der Wildschweinschinken vom Thorsten. Dann haben wir Parmesankäse, wir haben Zwiebeln und eine Knoblauchzehe. Dann haben wir hier, das sind 400 Gramm Spaghetti. Ja, und dann nehmt ihr euch bitte ordentliche Spaghetti, die traditionell auf Bronzewalzen hergestellt werden. Die nehmen die Soße besser auf. Dann haben wir ein bisschen Sahne. Sahne kommt traditionell eigentlich nicht in eine richtige Carbonara. Salz, Pfeffer, ein bisschen Butter. Dann haben wir Pilze, da könnt ihr die Pilze nehmen, die euch schmecken. Ja, Pilzsaison ist gerade nicht, deswegen habe ich jetzt hier Kräuterseitlinge geholt. Und ihr braucht Eigelb, das sind jetzt drei Eigelb. Ja. Und dieses Eigelb sorgt dafür, dass die Soße hinterher eine schöne Bindung bekommt. Außerdem braucht ihr Nudelwasser, das habe ich da hinten schon gesalzen und aufgesetzt. Und eine Pfanne. Und dann würde ich sagen, fangen wir jetzt mal an. Das Ganze geht nämlich ganz schnell. Wir fangen einmal an, die Hitze hier wieder hochzudrehen, dass das Nudelwasser einmal kocht. Wir brauchen jetzt erstmal ein bisschen Schinken. Der riecht wirklich sensationell. Ein super leckerer Schinken, den kann ich nur empfehlen. So, und den Schinken, da schneidet ihr euch einfach ein paar dünne Scheiben runter. Da kommen jetzt einmal meine Spaghettis rein. Und jetzt schneide ich mir so schöne feine Streifen runter. Nehme ich mir das bisschen Butter, das geht schon mal in die Pfanne rein. Der Schinken geht da drauf. Zwiebel, die schneide ich in feine Würfel. Und der große Vorteil ist eben, das ist ein super einfaches, schnelles Gericht. Und das kann ich wirklich auf die Minute mal eben schnell nachmittags herstellen. Und es ist halt auch super lecker. So, die gehen auch schon direkt mit dazu. Jetzt habe ich meine Knoblauchzehe. Die halbiere ich einmal nur. Und schneide die jetzt in ganz feine Streifen runter. Und auch mit da rein. Meine Pilze. Halbiere ich einmal. Und schneide die so längs einfach auf in feine Spalten. Also man darf ruhig noch erkennen, dass es Pilze sind. Ihr könnt da auch andere Pilze nehmen, ne? Pfifferlinge, Steinpilze. Also das ist einfach Geschmackssache. Man kann da auch vielleicht einen guten Trüffel verwenden. Wichtig ist nur, dass die einfach schön dünn aufgeschnitten sind. Jetzt gebe ich hier meine Pilze mit dazu. Jetzt kann ich das einmal ein bisschen umrühren. Jetzt bereite ich meine sogenannte Liaison vor. Ja, das ist eben das, was mir hinterher mit dem Nudelwasser zusammen die Bindung gibt. Das sind so gut 150 Milliliter Sahne. Und jetzt schnappe ich mir einmal den Parmesan und reibe hier großzügig frischen Parmesan rein. Bisschen was geht hinterher noch auf meine Nudeln, also rund 100 Gramm Parmesan.
Das Ganze würze ich jetzt mit frischem Pfeffer. Mal schauen, dass mir hier meine Pilze und mein Speck nicht anbrennen. Und jetzt gehe ich einmal hier durch mit meiner Gabel und verrühre das zu einer homogenen Masse. Die Schinken-Pilz-Zwiebel-Mischung, die hat jetzt schön einmal gebraten. Ja, das Ganze ist jetzt, die Zwiebeln sind schön weich, die Pilze auch gut angebraten. Und jetzt ist ganz wichtig, ich schalte jetzt meine Hitze runter, ziehe mir den Topf ein bisschen heran und jetzt einfach die Spaghetti oder die Nudeln tropfnass in die Pfanne geben. So, jetzt habe ich alle meine Spaghettis hier drin und jetzt kann man das Ganze mit dieser Sahne-Mischung übergießen. Und jetzt muss ich relativ schnell das Ganze einarbeiten. Und dass ich auch eine schöne cremige Soße bekomme, das mache ich mit einer guten Kelle von dem Nudelwasser. Nicht erschrecken. Also man könnte jetzt das Gefühl haben, es wäre ein bisschen zu wässrig. Das ist aber nicht so. Sondern mit der Restwärme zieht jetzt meine Soße an. Das Ei bindet. Und jetzt bekomme ich eine wunderschöne cremige Soße. Die Nudeln saugen das auch noch auf. So, jetzt nehme ich mir eine Kelle. Und kann die Nudeln jetzt schön aufdrehen. Vorsicht. Dann hier meinen Teller reingeben. Man könnte jetzt noch ein paar Kräuter nehmen, wenn man wollte. Man merkt, dass die Soße bekommt eine schöne Bindung. Also die Nudeln haben das jetzt fast komplett aufgenommen. Und jetzt runden wir das Ganze ab mit frisch geriebenem Parmesan. Und da braucht ihr jetzt wirklich nicht sparsam sein. Also der Parmesan würzt das Ganze noch. Und für die Abschlussnote gebt ihr da noch ordentlich frischen schwarzen Pfeffer drüber. So, und jetzt probieren wir das Ganze mal. Lieber Thorsten, vielen Dank für diesen tollen Schinken. Er macht wirklich ein tolles Aroma. Passt wirklich super dazu. Auch die Pilze. Der frische Käse. Und ihr seht das. Die Soße schmiegt sich wunderbar an die Nudel an. Und ich muss wirklich sagen, das ist was ihr auf jeden Fall mal ausprobieren solltet. Und wenn ihr wissen wollt, wie so ein toller Schinken gemacht wird, dann besucht doch einfach so ein Schinkenseminar vom Thorsten. Macht's gut, Weidmannsheil, bis zum nächsten Mal und viel Spaß beim Nachkochen.